Und das Gold ist wieder am Allzeithoch. Jetzt alles darüber bei Trade des Tages. Eigentlich wollte ich heute ja ein Video machen zur EZB, aber es hat sich wieder nichts getan. Trotzdem ganz kurz ein Blick darauf noch. Also im Euro-USD ging es halt wieder runter. Im Prinzip das, was es gestern hochgelaufen ist. Also gestern war halt dann einfach so ein bisschen der Euro auf der Oberseite, weil halt die Zinsen kurz mal so ein bisschen kleiner war, diese Leitzinsdifferenz. Immer noch zugunsten des Dollars, aber kleiner. Und heute hat sich es wieder zugemacht. Also wir sind hier einfach nicht weitergelaufen. Wir werden sehen, was morgen bei der NFB passiert und auch beim DAX. Da ist es so gewesen, dass wir runter sind. Also wir sehen auch hier diese Volatilität im H1, da hat sich nicht viel getan. Es war auch gefährlicher drin zu traden, weil auch zwar Volatilität da war, aber die war viel zu wenig schwungreich. Also um die 100 Punkte im H1 auf und ab, aber auch am Ende dieser ganze Bereich hier getestet, also dieser 15.800er Bereich, also auch da noch kein Ausbruch. Jetzt aber zum Gold, denn da ist es passiert. Wir sind tatsächlich an das Allzeithoch gekommen. Ganz genau haben wir sogar je nach Chart ein neues Allzeithoch gemacht. Also jetzt machen wir mal ganz kurz aufs bisherige hier eine Linie und wir sehen, wir waren tatsächlich mal ganz kurz ein paar, nennen wir es mal Cent drüber. Wir haben eine Wochenkerze, die wäre jetzt auch der höchste Weekly Close, also das ist soweit positiv. Was wir jetzt aber aufpassen sollten und müssen, ist die Tatsache, dass wir jetzt, gehen wir mal auf diesen Moment des Testen selbst, das ist heute oder gestern in der Nacht passiert noch und das haben wir es ganz kurz berührt, sind sofort zurückgekommen und waren heute Morgen plötzlich wieder hier unten. Also eigentlich der ganze Move nach oben, den wir gestern Abend gemacht haben, wieder zurückgekommen und das hat so ein bisschen Erinnerungen wach werden lassen an die letzten Male. Also ich habe es jetzt hier im Wochenchart, das zeigt es jetzt natürlich nicht ganz so im Maßstab, aber trotzdem, also es ging auch hoch und sehr schnell wieder zurück und gerade da haben wir ein bisschen Angst jetzt vor diesen 2075, weil es könnte natürlich sein, dass das am Ende gar nicht ausbricht, sondern wir in dieser großen Range bleiben oder zumindest jetzt irgendwo zwischen Allzeithoch und 2000 noch eine Zeit lang pendeln. Trotzdem, die heutige Tageskerze, so wie sie jetzt rauskommt, könnte zumindest das Hoch hier überschreiten, was schon mal schön ist, dass wir ein bisschen zurückgelaufen sind, egal ob das jetzt bei den letzten Malen auch war oder nicht, ist wurscht, auch wenn wir zurückgelaufen sind, nicht vergessen, es ist das Allzeithoch und das ist auch in Ordnung. Das ist ganz normal, dass wir an wichtigen Widerständen auch mal drehen. Wichtig ist ja, was passiert danach? Und da jetzt wieder zurück zum M15. Was ist passiert? Wir waren dann heute Morgen hier unten, haben uns versucht zu erholen. Es ging aber erstmal nicht gut und erst hier am späteren Nachmittag sind wir dann rausgekommen und hatten jetzt inzwischen diese Bodenbildung hier aufgelöst. Also das war schon sehr deutlich. Hier zweimal dieses Hoch und jetzt auch wieder getestet. Also wenn man jetzt sagt, gut, man will jetzt unbedingt nochmal den Angriff nehmen auf die 2075 und vielleicht auch darüber hinaus, dann ist das wahrscheinlich auch das Setup. Denn man muss es, wenn, muss es schnell gehen, weil wenn es jetzt wieder nach unten kommt, also das können wir auch hier zeigen, das wird irgendwo und irgendwann dann auch so eine Umkehrgeschichte wieder werden. Wenn es tiefer kommt, recht schnell auch, beispielsweise morgen eine rote Kerze, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und wenn wir dann irgendwann auch vielleicht eine Wochenkerze hätten, die zum Beispiel auch einen sehr langen Docht haben, dann werden schon wieder Erinnerungen wach an hier und vor allem an da. Und da hat sich auch vielleicht keiner gedacht zum Zeitpunkt, als wir da oben waren, dass wir recht schnell wieder die 1600 sehen werden. Das kann passieren, da muss man aufpassen, wobei recht schnell ist vielleicht jetzt relativ gesehen, das war einige Monate später, 31 oder 30 Wochen später oder zumindest hier 18 Wochen später, nichtsdestotrotz. Es ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen und wenn eben, muss es schnell laufen und deshalb gehe ich in den kurzen Timeframe. Und da könnte man jetzt dieses Setup handeln, jetzt könnte ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal long, weil ich mir sage, gut, ich kann ja long gehen, aber ich soll es jetzt nicht 50 Mal probieren. Ich probiere es jetzt einmal und wenn das klappt, ist schön. Und wenn es nicht klappt, dann war es das halt, weil dann habe ich vielleicht eh eine Short-Möglichkeit. Aber es ist ja nicht das Problem, wenn man mal daneben liegt. Wichtig ist, dass man es nur einmal tut oder zumindest nicht so oft in Folge. Und da habe ich jetzt den tiefsten Punkt seit dem Berühren des Hochs. Das ist sowieso jetzt eine wichtige Größe und das ist bei 2030. Und wenn ich jetzt zum Beispiel long gehe, bei hier 2049 oder 2050, wo wir gerade sind, also man hätte auch im Retest können, aber das ist jetzt auch noch nicht wirklich zu spät, dann hätte ich hier einen Stopp von zum Beispiel $20 pro Feinunze. Und dann hätte ich bis zum Hoch rauf, was wir hier gehabt hätten, haben nur 10, aber bis hier zum Beispiel zum Allzeithoch sind schon wieder 26, also da habe ich 1:1 bis zum Allzeithoch, so kann ich schon recht gut mal zumindest versuchen, das anzusteuern. Da den Stopp nachziehen und dann die eine Teilschließung machen und wenn der wirklich drüber geht, dann geht er drüber. Ich bin aber trotzdem immer noch der Meinung, wenn er das Allzeithoch brechen sollte, dann sollten wir uns jetzt nicht darauf einstellen, dass der Richtung 3000 weiterläuft, weil man denkt sich natürlich jetzt, ja, im großen Maßstab, im großen Rahmen, was haben wir hier? Das ist der lange Trend, da gab es diese Korrektur und jetzt haben wir dann wieder so einen Versuch und dann
dann ging es halt seitwärts und dann geht es jetzt weiter. Wenn das jetzt ein M15-Chart wäre, wäre alles in Ordnung. Ist halt ein Monatschart und wir sehen hier fast 30 Jahre. Aber trotzdem, man muss aufpassen, weil als wir hier das Allzeithoch hatten, da hat es gedauert bis zum nächsten Allzeithoch immerhin 106 Monate, also einige Jahre von 2011 eben bis 2020, also 9 Jahre. Und das Hoch selbst war aber am Ende, inklusive dem aktuellen, das ist ja noch im weitesten Sinne dasselbe, circa $150 mehr. So viel mehr war das nicht. Wenn ich aber jetzt $150 zum Beispiel auf das aktuelle Allzeithoch drauf addiere und sage jetzt vielleicht genau gleich weit, dann sehen wir hier schon die Zahl 2229. Also das heißt, vielleicht so ein heißer Kandidat für ein mögliches neues Allzeithoch sind für mich einfach die 2222. Also irgendeine psychologische Zahl brauche ich. Andere würde sagen 2250, aber ist wurscht, das ist weniger gierig auch, warum nicht? Und das wäre dann zumindest realistisch, wenn es jetzt wirklich mit Karacho hochgeht. Aber ich würde jetzt nicht auf 3000 und 4000 und 5000 noch in dem Jahr setzen, das nicht. Und es kann eben immer noch sein, dass wir wie bei den letzten Malen an der Stelle umdrehen. Wir werden sehen und wir werden das auf jeden Fall, jetzt hat sich das ziemlich zusammengestaucht, wir werden es auf jeden Fall hier weiter behandeln und immer wieder updaten bei Trade des Tages. Wir hören uns dann morgen wieder noch zu einer Ausgabe am Freitag und da werden wir uns dann live die NFP-Zahlen anschauen. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.